Die Napoleonischen Kriege haben zu einer der größten Umwälzungen der deutschen Geschichte geführt. Von außen wird das Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation herbeigeführt. Von innen wäre es vermutlich nicht so schnell geschehen. Allein im Südwesten zählten etwa 250 Herrscher noch bis Ende des 18. Jahrhunderts zu den Machthabern im Südwesten. Durch die verschiedenen Kriege und diese Veränderungen reduzierte sich die Zahl bis 1806 auf gerade einmal 4. Die beiden größten Gewinner waren Baden und Württemberg. Baden stieg von einer relativ kleinen Markgrafschaft auf zu einem Großherzogtum. Und in der gleichen Zeit vollzog sich der Aufstieg des Herzogtums Württemberg zum Königreich. Friedrich durfte sich ab Januar 1806 König von Württemberg nennen. Übrig blieben zwei kleine Fürstentümer, das waren sozusagen die Relikte des Alten Reichs, zum einen Hohenzollern-Hechingen und zum anderen Hohenzollern-Sigmaringen. Durch das Verhandlungsgeschick von Amalie Zeferine, der Gattin des Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen, gelang es, diese beiden kleinen Staaten auf der Karte sozusagen zu behalten. Die Auswirkungen dieser Veränderungen kann man nicht kurz beschreiben. Es ist enorm. Es verschwinden Jahrhunderte alte Herrschaften, es verschwinden die geistigen Stände, es verschwinden damit die Reichsabteien, die Klöster, es verschwindet die Herrschaft der Bistümer, es verschwinden Jahrhunderte alte Reichsstädte. Rottweil beispielsweise wird württembergisch. Im Badischen ist Offenburg beispielsweise betroffen. Es verschwinden damit Herrschaftssysteme, die deutsche Geschichte ganz wesentlich geprägt haben. Der Aufstieg von Baden und Württemberg ist durch Frankreich möglich gemacht worden. Napoleon wollte handlungsfähige Staaten haben, die einen Puffer bilden sollten gegenüber Österreich. Staaten, die nicht zu groß sein sollten, dann wären sie wieder zu mächtig geworden, die aber handlungsfähig sein sollten. Der Hauptnutznießer war zunächst einmal Baden. Der Wille, der geopolitische Wille der Franzosen war, einen Ansprechpartner am rechten Rheinufer zu bekommen. Und deswegen wurde sukzessive das Herrschaftsgebiet des ursprünglichen Markgrafen Karl Friedrich vom Bodensee bis zum Main hoch erweitert, sodass in diesem ganzen Bereich ja, künftig nur noch in Karlsruhe die Entscheidungen getroffen wurden. Gleichfalls wurde aus dem Herzog Friedrich nun der König Württembergs, der vor allen Dingen Oberschwaben erhebliche Zugewinne erzielen konnte. Danach stellten sich natürlich große Fragen nach der Organisation der neuen Gebiete. Nach anfänglichem Chaos, vor allen Dingen in Baden, wurde eine rationale Verwaltung eingeführt. Der Code Napoleon wurde als badisches Landrecht 1810 übernommen und blieb praktisch im ganzen 19. Jahrhundert natürlich mit Veränderungen maßgeblich bestehen. Das führte zu tiefen Veränderungen der badischen Gesellschaft und in ähnlicher Form dann später auch in der württembergischen Gesellschaft, zu einer erheblichen Modernisierung. Von dort gingen starke Impulse aus zur Gleichstellung der ehemaligen Untertanen. Und dieser Prozess hat sich über mehrere Jahrzehnte sehr, sehr erfolgreich vollzogen. Denn die Einheit dieser Staaten wurde selbst nach der Niederlage von Napoleon 1814, 1815 nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt. Das heißt, die Franzosen haben trotz dann ihrer späteren Niederlage zwei sehr erfolgreiche Gebilde geschaffen, die sich loslösen konnten von ihrem Gründungsvater Napoleon und eine sehr erfolgreiche Geschichte beginnen konnten. Welche Bedeutung hatte die Revolution von 1848 für den Südwesten Deutschlands? Die Revolution von 1848 hatte ihren Schwerpunkt im deutschen Südwesten. Der Auslöser stand in Baden. Zunächst einmal durch eine Rede des Abgeordneten Wassermann, der im Karlsruher Landtag
erneut, aber diesmal sehr, sehr kraftvoll die Einheit Deutschlands anregte. Und dann ganz konkret Ende Februar, als die Meldung von einer neuen Revolution in Paris über den Rhein kam, durch eine Versammlung in Mannheim, der mehrere tausend Mannheimer Bürger und auch wahrscheinlich Bürgerinnen die vier zentralen Forderungen der Revolution aufstellten: ein nationales Parlament, Volksbewaffnung, Pressefreiheit und eine Justizreform. Dies ist fast unmittelbar danach von einer Volksversammlung in Tübingen unterstützt worden. Ludwig Uhland hat das zentrale Dokument geschaffen. Von Südwesten, sowohl von Baden als auch von Württemberg, gingen dadurch wesentliche Impulse aus. Dort war der Motor der Revolution in den ersten Tagen, bevor dann natürlich in Berlin und Wien ganz neue Schauplätze auch der Revolution entstanden. Aber vor allen Dingen Baden blieb während der ganzen Zeit ein Antriebsgebiet für die Revolution. Es gab den, nach dem schnell gescheiterten Hackeraufstand im April 1948, gab es im September 1948 einen neuen Versuch in Lörrach durch Gustav Struve. Und dann vor allen Dingen, und das war für deutsche Verhältnisse sicherlich der weitgehendste Versuch, eine demokratische, eine freie Gesellschaft zu schaffen, durch den Maiaufstand 1849, der wieder durch eine Volksversammlung in Offenburg ausgelöst wurde, durch eine Militärmeuterei in Rastatt begleitet wurde und die den Großherzog in Karlsruhe zur Flucht veranlasste. Ein einmaliger Akt in dieser Revolution. Es gibt eine provisorische Regierung, die ihre kurze Zeit nutzt, um eine verfassungsgebende Versammlung wählen zu lassen, erstmals mit einem demokratischen Wahlrecht. Es ist zeitlich eine sehr kurze Phase und später haben die Sieger in der Revolution, sprich Preußen und die reaktionären Kräfte, alles versucht, diese Episode wieder auszulöschen. Aber es ist eine Phase, in der Demokratie unter zugegebenermaßen sehr schwierigen Umständen erstmals versucht wird, auch ja, auszuüben. 1871 wird schließlich das Deutsche Kaiserreich gegründet. Welchen Einfluss hatte die Reichsgründung auf die politische Kultur im Südwesten Deutschlands? Die Reichsgründung griff die schon vorhandenen liberalen Strömungen in Baden und Württemberg auf. Es ist nicht so, dass die preußische Dominanz zu einer Unterdrückung dieser liberalen Traditionen führte. Im Gegenteil, das ist fast ein Paradox. Baden und Württemberg sind die liberalen Motoren im Deutschen Kaiserreich. Sie können das auf verschiedenen Ebenen nachvollziehen. Es ist vor allen Dingen im Kulturbereich sehr deutlich zu sehen, wie die Regierungen in Karlsruhe und Stuttgart ihren Spielraum konsequent nutzten. Das gilt ganz besonders für die Bildungspolitik. Die Mädchen- und Frauenbildung war im deutschen Südwesten den anderen Staaten weit voraus. In Karlsruhe wurde 1893 das erste deutsche Mädchengymnasium eröffnet. 1899 feierten die ersten Schülerinnen ihr Abitur. Ein paar Jahre später folgte Stuttgart mit einem Gymnasium, das die Tore für Mädchen öffnete. Ebenfalls nur konsequent öffneten die Universitäten in Freiburg und Heidelberg und später in Tübingen den jungen Frauen ihre Tore. Hier ist ein ganz wesentlicher Impuls für die Gleichstellung von Mann und Frau gegeben worden. Auch natürlich politisch. Wir haben eine liberale Dominanz in Baden seit den 60er Jahren, die ununterbrochen regierten bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Und die weitgehende Reform auch politischen Ausmaßes durchführten. Anfang des 20. Jahrhunderts führten die Wahlrechtsreformen in Baden und in Württemberg dazu, dass eine Demokratisierung, die erst später dann wirklich durch die Weimarer Republik erfolgen sollte, schon vorweggenommen wurde. Insofern ist es eine sehr spannende Epoche, eine Zeit der kulturellen Modernisierung. Verlage ziehen nach Stuttgart, die in Preußen niemals existieren könnten. Hier werden die Klassiker der internationalen sozialistischen Literatur herausgegeben. Hier kommt beispielsweise der Internationale Sozialistenkongress 1907 nach Stuttgart, ein Ereignis, das andernorts undenkbar gewesen wäre. Der Ruf von dem deutschen Südwesten als ein Gebiet der kulturellen Modernität, der Liberalität
ist ganz wesentlich in dieser Zeit geprägt worden und er wirkt bis heute fort. Nach dem Ersten Weltkrieg kommt es erneut zur Revolution in Deutschland, in deren Folge die Weimarer Republik entsteht. Welche Veränderung brachte die Revolution für den Südwesten? Die Revolution hat ganz wesentliche Ursprünge im Südwesten. Es sind die Arbeiter in Friedrichshafen, die bereits im Oktober 1918 mit ihrem Streik, mit ihren Unruhen ein Fanal setzen, das dann Wochen später im ganzen Reich sich verbreiten wird. Es ist das moderne Baden, es ist das moderne Württemberg, in dem es leichter fällt, den Schritt zur Demokratie zu gehen. Es ist Baden, das sich in einem bemerkenswerten Demokratisierungsprozess eine verfassunggebende Versammlung zusammenstellt, wählen lässt, in dem erstmals Frauen ihren Platz einnehmen. Marianne Weber hält am 15. Januar 1919 als erste Frau in einem deutschen Parlament eine Rede. Das ist ein absoluter Einschnitt wieder in der deutschen Geschichte. Die Frauen haben jetzt aktives und passives Wahlrecht. Die Weimarer Republik schafft im Südwesten zunächst großes Vertrauen. Die Parteien der Weimarer Republik haben zunächst große Unterstützung, aber durch die schweren Krisen, durch die Inflation, aber auch vor allen Dingen in Baden durch die Besatzungszeit, durch französische Kräfte, wird diese Republik auch im Südwesten schwer geschädigt. Und Ende der 20er Jahre, als die Weltwirtschaftskrise hinzukommt, sind auch das ursprünglich so liberale Baden und das so liberale Württemberg nicht mehr die großen Felsen gegen den Ansturm der NSDAP. Auch in Baden wird die NSDAP sehr, sehr mächtig werden, schon in den Wahlen. Und das ursprüngliche liberale Gedankengut, die ursprüngliche liberale Abneigung gegenüber einer solchen diktatorischen Partei hat in diesen Jahren stark nachgelassen. Die Liberalität ist durch die wirtschaftliche Krise regelrecht zerrieben worden. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Länder mit dem Reich gleichgeschaltet, womit der traditionelle deutsche Föderalismus aufgehoben wurde. Welche konkreten strukturellen Veränderungen hat dies zur Folge gehabt? Nach der letzten halbwegs freien Reichstagswahl am 5. März 1933 nutzt die NSDAP ihre, wenn auch nicht mit absoluter Mehrheit, erzielten Wahlerfolg dazu, sofort die Machtverhältnisse in den deutschen Ländern rigoros zu verändern. Es werden Reichskommissare eingesetzt, die die Polizeigewalt an sich ziehen, und dadurch werden die oppositionellen Parteien, vor allen Dingen die KPD und die SPD, in grauenhafter Weise verfolgt. Ihre Anführer werden in sogenannte Schutzhaft genommen, was nichts anderes heißt, als dass sie dort gefoltert, teilweise getötet werden. Anfang Mai erfolgt der nächste Schritt. Durch die vom Reich vorgesehene Gleichschaltung der Länder werden die Landtage mehr oder weniger obsolet. Die Landtage werden neu zusammengesetzt. Die Zusammensetzung erfolgt nicht mehr durch Wahl, sondern die Parteien nominieren Abgeordnete für diese Landtage, und was nun folgt, ist praktisch die Selbstauflösung der Landtage. Damit wird nach nun rund 120 Jahren parlamentarischer Geschichte ein großer Einschnitt in der badischen, in der württembergischen Geschichte vorgenommen. Die neuen Anfang Mai 1933 eingesetzten Reichsstatthalter versuchen, den Willen des Reichs umzusetzen, wobei interessanterweise diese Reichsstatthalter dann doch auch dazu beigetragen haben, dass die ihnen übergebenen Gebiete nicht territorial verändert wurden. Sowohl Württemberg als auch Baden sind in dieser Form erhalten geblieben. Alle Gedanken, eine Neuformierung zu schaffen, neue Grenzen zu ziehen, sind weitgehend obsolet gewesen. Und wie kam es dann schließlich zur Gründung des heutigen Landes, Baden-Württemberg? Die Gründung des Landes Baden-Württemberg ist erneut stark durch äußere Kräfte
hervorgerufen worden. Es gab bereits in den 20er Jahren Überlegungen von Liberalen, aber auch von Sozialdemokraten, von Gewerkschaften, von Industriellen, die sehr unbefriedigende Grenzsituation zwischen Baden und Württemberg durch einen Zusammenschluss zu beseitigen. Aber diese Initiativen entwickelten zu wenig Durchschlagkraft. Erst das Ende des Zweiten Weltkrieges und vor allen Dingen die Einrichtung der Besatzungszonen führten zu einem solchen Druck, dass die über 100 Jahre alten Grenzen neu gezogen werden konnten. Dadurch, dass die Amerikaner im nördlichen heutigen Baden-Württemberg eine Besatzungszone etablierten und die Franzosen im südlichen Teil ihre Besatzungszone bekamen, waren die alten Ländergrenzen praktisch durchschnitten worden. Und dies förderte ganz stark den Druck, über diese Grenzen nachzudenken. Erneut waren es auch die Westalliierten, die im Sommer 1948 Druck ausübten auf die neuen Ministerpräsidenten, die Grenzen zu überdenken, die Grenzen neu zu ziehen. Und sie fanden dabei vor allen Dingen in Württemberg-Baden und in Württemberg-Hohenzollern offene Ohren. Württemberg-Hohenzollern war wirtschaftlich viel zu schwach, um eigenständig bleiben zu können, während Württemberg-Baden das industrielle Zentrum war, aber gleichzeitig dachte, dass diese Chance genutzt werden müsste, um diese sehr, sehr schwierige Grenze, vor allen Dingen im Bereich Pforzheim, zu beseitigen. Es ist ein langer Kampf geworden, durch viele geschickte Manöver, durch viele Wendungen ist über die Aufnahme in das Grundgesetz im Mai 1949 bis hin zu einer Probeabstimmung 1950, dann 1951 der Weg freigemacht worden für einen sehr interessanten Weg. Denn wenn abgestimmt worden wäre nach den alten Ländergrenzen, wäre es vermutlich nicht zu einer Vereinigung des alten Badens mit dem alten Württemberg gekommen. Daher hat man sich entschlossen, einen anderen Weg zu finden. Man hat 4 Stimmbezirke ausgewählt und hat durch ein Bundesgesetz es regeln lassen, dass wenn in 3 dieser Stimmbezirke eine Mehrheit für die Neugliederung vorhanden wäre, dann dieses Gesetz vollzogen werden könnte. Und es war absehbar, dass in den württembergischen Stimmbezirken eine Mehrheit vorhanden sein würde. Und es war auch absehbar, dass in Südbaden, wo die Gegner einer Vereinigung besonders stark waren, eine Mehrheit dagegen sein würde. Die Entscheidung musste in Nordbaden fallen und dort wurde in der Tat ebenfalls mit relativ deutlicher Mehrheit für eine Vereinigung der 3 ursprünglichen, der 3 Staaten, der 3 Länder gestimmt, sodass 1952 tatsächlich aus Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden, dem eigentlichen Südbaden, ein neues Bundesland entstehen konnte. Es hat in der bundesrepublikanischen Geschichte kein weiteres Beispiel dafür gegeben. Und allein das ist schon bemerkenswert. Und man könnte hinzufügen, es ist durch diese Vereinigung eine einzigartige Erfolgsgeschichte entstanden, die sicherlich anderen Ländern als Beispiel dienen könnte.